Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was kunst du denn? Das ist hier die Frage, die ich an unsere Gäste richten werde. Hier spielt die Musik bei Tide, denn heute wird es bei Was kunst du durchaus musikalisch. Ich sinke immer tiefer und pfeife aus dem letzten Loch. Musikalisch ist irgendwie auch mein erster Gast. Der Mann heißt Martin Stuckert, ist aber kein Stuckateur. Er ist kein windiger Typ, so wie ich, obwohl er Windhafen baut. Sounds Like a Melody wäre sozusagen der Titel seines Auftritts hier bei uns. Never Change a Winning Team, dachte ich mir und habe aufgrund des großen Erfolges auch wieder Cecilie Cichonski eingeladen. Naja, nicht nur aufgrund des großen Erfolges, sondern auch, weil es Neues zu berichten gibt und sie sich engagiert in dem Projekt Black and White. Sie ist sozusagen die weise Weiße im Ganzen und den schwarzen Anteil repräsentiert Junus Tamikloe. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist von mir keineswegs rassistisch gemeint. Vielleicht wird aber dieser Teil der Sendung in Schwarz-Weiß ausgestrahlt. Freuen wir uns auf eine bunte Sendung. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Stuckateur. Stuckert, da denke ich immer an diese Stuckertflieger, nicht? Die es da früher gab, ne? Diese Stuckertfeuer, oder? Hat auch was mit Wind zu tun, ne? Ganz windige Angelegenheit. Ja, ja. Wind beim Fliegen ja auch immer so Aufwind. Ja? Du hast irgendwas mit Wind zu tun. Du kommst ursprünglich gebürtig aus Hamburg? Nein, aus Dresden. Nee. Aus Dresden? Ja, bin gewöhnlich an Dresden. Aber du hast mal in Hamburg gelebt. Ja. Nachdem du in Dresden weg bist. Ja. Du hast rübergemacht. So ungefähr, ja. Noch zu Zeiten, als man rüber machen konnte? Also gab es noch eine Mauer, wo man... Vor der Grenze noch. Vor der Grenze? Vor der Grenze. Also ich meine, bevor die Grenze geöffnet wurde. Vor der Grenze. Öffnung ist das Wort. Nicht? Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache, aber wir wissen, was du meinst. Man könnte jetzt auch sagen, also der erste Vortrag von dir, der war jetzt, wie man früher in der DDR sagte, nah an der Grenze. ja, du bist also geflohen. Nein, ganz normal Ausreiseantrag gestellt und bin ein... Du bist kein Flüchtling? Nein, bin kein Flüchtling. Kein Migrationshintergrund? Nein. Schade, ich wollte eigentlich heute eine flüchtlingsbejahende Sendung gestalten. Ich brauche einen anderen Gast. Spaß beiseite, pass auf. Du bist also dann nach Hamburg gekommen, hast in Hamburg gelebt? Ja. Das spricht für dich. Danke. Weil besser in Hamburg als in Dresden. Ja, aber Dresden und Hamburg sind Partnerstädte, deswegen habe ich gedacht, ich muss mal... Du wolltest diese Partnerschaft mit Leben erfüllen. Genau, richtig. Ich habe gedacht, Dresden und Hamburg, das würde gut passen, so beide Partnerstädte mal gewohnt zu haben. Also, dann erklär mir mal, warum du jetzt in Bordersholm wohnst. Und für alle die, die nicht wissen, wo Bordersholm liegt, das könnte man im Internet jetzt natürlich bei Maps eingeben und sagen, da gucken wir mal. Ich habe aber die Gelegenheit, einen echten Bordersholmer, ich glaube, ich hatte noch nie einen Bordersholmer in dieser Sendung. So viele gibt es da wahrscheinlich auch nicht, die in diese Sendung kommen könnten. Der Bordersholm ist sehr klein, oder? Das geht so. Also jedenfalls gibt es da keinen weiteren, der so einen schönen Windhafen baut wie ich. Windhafen? Da sind wir ja beim Thema. Ich habe den roten Faden verloren. Ich habe mich so sozusagen verhaspelt. Nicht? Also am Grenzverlauf. Du baust Windhafen. Ja. Wann dann? Bitte? Wann dann? Windhafen. Ja, ja. Also kein Windhafen, wo die Schiffe reinfahren, sondern... Ach so, ich dachte, weil wir in Hamburg sind, hier so Hafen und so. Klangkunstobjekte. Also mehr so was wie die Elbphilharmonie. Also da klingt es ja auch. Ja. Ja. Ja, nee, jetzt. Also schon, ne? Also ja, ja. Sound. Sound like a Melody, hatte ich schon gesagt. Ne? Also der Wind fährt dir zwischen die Seiten... Und auf der anderen Seite kommt er wieder raus und dann klingt es. Dann klingt es, ja. Warum das? Physikalisches Gesetz. Ja, ist ganz einfach zu erklären. Man hat vorne eine Seite. Die Seite wird durch den Wind erregt. Dadurch erzeugt es Töne und die Töne werden auf den Klangkörper übertragen und dann hört man das. Hast du Töne? Okay. Im Grunde genommen also wie eine Trompete. Hat eine Trompete Saiten? Nee, aber ich meine, da wird reingeblasen und auf der anderen Seite kommt was raus. Das ist richtig, ja. Wie im richtigen Leben. Ja. Also. Vorne kommt Wind rein und hinten kommen die Töne raus. Ja, genau. Und wo bleibt der Wind dann? Also der kommt hinten auch raus. Der kommt auch irgendwo wieder raus, ja. Das sind diese beiden Gerätschaften, die du hier mitgebracht hast. Ja. Die müssen also
dem Wind zugewandt sein, damit der Wind in diese Saiten hinein richtig blasen kann. Ja, wehen. Wehen. Weil es ja keine Trompete ist, ja eine Windharfe. Wehen, sagt man bei Tide. Genau. Der Wind weht da rein. Und er weht nicht in diese Körper rein, sondern er weht in die Saiten. Richtig. Also anders als bei der Trompete. Da wird ja hinein trompetet in diese, in diesen Körper. In das Mundstück. In das Mundstück. Geht dann irgendwie da durch. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie eine Trompete funktioniert. Ich auch nicht. Das ist nicht das Thema. Das Besondere ist eben, du bist auf die Idee gekommen, dass man etwas künstlerisch bauen kann. Mhm. Denn du bist ja als Künstler hier. Mhm. Bildender Künstler. Du hast ja eingebildet, man könnte das realisieren. Und am Ende kommen diese Werke raus. Bildender Künstler an der Wand. In unserem Studio hängen ja solche Zeichnungen von dir. Sieht so ein bisschen aus wie technische Zeichnungen. Im Zeitalter von Terrorismus könnte man auch sagen, sogenannte Explosionszeichnungen. Nennt man das, glaube ich, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Müssen wir mal nachschlagen im Lexikon. Ich glaube, ich liege da gar nicht so verkehrt. Also das sind Zeichnungen dessen, was du davor hast. Also Konstruktionszeichnungen, kann man vielleicht auch sagen. Ich gehe von einer technischen Zeichnung aus, ja. Ja, und die zeigen also, was du da in der Theorie erdacht hast. Denn ausprobieren konntest du es ja nicht so wirklich. Also du musstest im Grunde genommen erstmal das die Idee gehabt irgendwie. Man muss das zeichnen und dann bauen und dann sehen, was passiert. Wie kommt man auf sowas? Ich war vor vielen, vielen Jahren war ich in einem Barfußpark. Barfußpark hat nichts mit Wind zu tun. Irgendwo in der Karibik? Nein. Mit ohne Schuhe? Bei Soltau gibt es einen Barfußpark. Und da stand eine Windhalle. Ist tatsächlich wahr? Ja, ja. Ich dachte, da gibt es diese Skihalle. Snowdom. Da kann man auch barfuß, aber das ja, aber ist das anders. Will man nicht. Und in diesem Barfußpark stand eine Windharfe. Ein viereckiger Kasten, nicht wirklich attraktiv, aber die hat super gut geklungen. Und dann kam ich auf die Idee, ich möchte gern was haben, was toll aussieht und was sich in den Wind dreht. Und was ich abstellen kann. Aber dieser Kasten, der hatte schon die Funktion einer Windharfe? Der hatte die Funktion einer Windharfe, ja. Das heißt, da ist schon irgendjemand vor dir drauf gekommen? Ja, die alten Griechen. Ach so. Die Griechen. Die Griechen haben das vor über 2000 Jahren erfunden schon mal. Okay. Sagt man. Du warst nicht dabei? Ich war nicht dabei, nein. Okay, aber du sagst, das war eine gute Idee. Ja. Die kann man wieder aufgreifen. Ja. Die Griechen, die alten Griechen zumindest, die neuen, die jungen, die aktuellen, das weiß man nicht so genau. Aber also wirtschaftlich scheinen die ja nicht so schlau zu sein. Aber du sagst, früher waren die sehr schlau. Die haben sich das erdacht, als noch kein Mensch daran gedacht hat. Mhm. Und hast du gesagt, die Idee kann man aufgreifen, aber man kann das besser machen. Richtig. Verschlimmbessern vielleicht. Weil ist es jetzt wirklich besser geworden? Ich denke ja. Sie drehen sich in den Wind. Das heißt, haben die alten Griechen sind effizienter. Nicht gemacht. Weil wenn du den Würfel da so hinstellst und die Öffnung der windabgewandten Seite zugewandt ist, dann würde man ja quasi gar keine Töne erzeugen. Das Schweigen der Windhafen. Das bei keinem Wind, also wenn kein Wind ist, ist es eine Flautenlaute. Eine laute Flaute. Gibt es sowas? Nein. Das keine Ahnung. Ausgedacht. Ich denke mal, wenn kein Wind ist, dann... Schiede. Ja. Nun sind wir hier an der Küste. Ja. Und in Hamburg ist ja auch immer ziemlich viel Wind. In Dresden vielleicht nicht so sehr. Also Dresden liegt nicht so direkt an der Küste. Nicht wirklich. Ist mehr so ein Vorort von aber Hamburg. Aber auch an der Elbe. Was ja wieder die Verbindung zu Hamburg herstellt. Ja, richtig. Und Bordersholm liegt ja sozusagen etwas nördlich, das ist ein nördlicher Vorort von Hamburg. Ja. Quasi dänisch. Fast. Nicht. Ja, fast. Doch, da gibt es so einen Politiker, der hat jetzt vor ein paar Wochen gefordert, dass Schleswig-Holstein von den Dänen gekauft werden soll. Das ist kein Scherz, das könnt ihr googeln. Also ich bin dann nach Bordersholm gezogen, weil es hieß, Hamburg gibt Parkplatz für Bordersholm. Aber es hat sich als falsch erwiesen. Ist nicht passiert? Nein. Jetzt wohne ich da. Es hätte schön sein können. Na gut, jetzt hängst du da in Bordersholm. Wie muss man sich das vorstellen? Bordersholm ist sehr bergig, nicht? Ah nee, das war die andere Richtung. Das war München, da andere Sendung, andere Gast. Bordersholm nördlich, hat man ja gesagt. Sehr flach. Man kann sehr weit gucken. Ja. Ne? Ich habe ja schon vorgestern gesehen, dass du heute in die Sendung kommst.
als ich Richtung Norden guckte, hier vom Studio aus. Ne? Und dann wusste ich das und habe gedacht, kannst du dich ja prima vorbereiten. Ja. Ne? So, das heißt, bei euch da oben ist genauso viel Wind wie hier in Hamburg. Ja. Und also gesagt, dann baue ich entweder eine Windmühle. Ich meine, gibt ja immer so zwei Arten von Menschen. Ne? Der eine sagt, oh, es ist stürmisch und windig. Der verriegelt seine Fenster, klappt die Läden zu, um bloß nicht in den Genuss des Windes zu kommen. Nicht? Der Mutige, der geht nach draußen und baut eine Windmühle. Kennt man auch an der Küste. Ne? Diese ganzen Windkrafträder da für die Elektroerzeugung, die immer die Vögel da angeblich tothauen. Nicht? Glaube ich nicht. Aber wird ja von den Naturschützern behauptet. Ich finde die ja wunderschön, diese Windmühlen. Aber da gibt es ja die Naturschützer, die sagen, wir brauchen alternativen Strom. Aber bloß nicht aus der Windmühle. Vorteil bei diesen Geräten ist, der Vogel darf sich oben drauf setzen. Ja, aber und der wird nicht erschlagen. Voll, ne? Er wird nicht erschlagen. Der wird nicht erschlagen, aber der kackt die Saiten voll. Und wie wirkt sich das auf die Töne aus? So wie bei der Gitarre wahrscheinlich. Das müsste man ausprobieren. Ich meine, man müsste jetzt einen Vogel haben, der gezielt gegen so eine Saite. Vielleicht klingt es gut. Könnte sein, du hast wohl einen Vogel, du spinnst. Vielleicht klingt das scheiße. Könnte sein. Ja, wenn er da drauf kackt, dann klingt das scheiße. Das will ich wohl glauben. Aber ausprobiert hast du das auch nicht? Nee, nicht wirklich. Du hast die immer drinnen stehen, die Hafen, damit die, um Gottes Willen, der Witterung nicht ausgesetzt sind. Ja, und dass sie keine Töne geben und deswegen. Was für Material ist das? Also man kann sie natürlich rausstellen, sonst wird es keinen Sinn mehr geben. Ne? Man kann sie draußen lassen, sie können draußen überwintern. Ja. Was für ein Material ist das? Stahlblech. Stahlblech? Stahlblech. Also sowas für so ein Metallschlosser. Bist du irgendwie Schlosser vom Beruf? Nein. Ja, ich bin Schlossherr, das ist was anderes. Aber ja, Cecilie lacht. Ja, ernsthaft. Ich kenne keine Schlosser. Kennst du Schlosser? Ich habe mir das gerade vorgestellt. Du baust sie selber? Ja, ich baue sie selber. Oder lässt sie bauen? Nein, du bist nicht so ein Vornehmer, der am Schreibtisch das entwirft und dann irgendwo eine Schlosserei gibt. Du stehst also an der Werkbank. Also am Schreibtisch bin ich vornehm und dann in der Werkstatt dann alles andere. Also du hast so eine richtige Metallwerkstatt bei dir zu Hause, so mit Drehbank und alles, ich weiß nicht, was man da so hat. CNC-Fräse, Drehbank. CNC-Fräse, das ist schon was richtig Gutes, oder? Das klingt für mich modern. Man munkelt, ja. Hat was, ich habe keine Ahnung, das ist eine ernsthafte Frage, ich weiß es wirklich nicht. Also wirklich, ist was Modernes, ja. Ist was ganz Tolles. Kann man Flugzeuge rausgießen? Kleine Flugzeuge. Also nicht so Airbus. Nein. Okay, also du machst die Dinger selber. Du sitzt zu Hause, entwirfst das so, wie wir es an der Wand sehen. Mhm. Kamera kann da ja mal ranzoomen, dann sehen wir deine Explosionszeichnungen, hatte ich vorhin gesagt, also die Konstruktionspläne. So hast du dir das mal ausgedacht, wie das funktionieren könnte. Mhm. Und dann bist du erstmal in deine Werkstatt gegangen, hast gesagt, ich habe ja so eine tolle CNC-Fräse, weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich könnte mir mal probieren, ob man sie dafür einsetzen kann. Dann hast du sie eingesetzt und am Ende kamen diese Dinger raus. Genau, ich habe gedacht, ich drehe mir jetzt eine Windharfe. Du drehst ein tolles Ding. Nein. Hat das funktioniert von Anfang an? Oder muss man sich das so vorstellen, dass du da ganz, ganz lange immer wieder probiert hast? Ungefähr 6 Jahre habe ich gebraucht, um die so zu bauen, wie die jetzt stehen. Mhm. Also ist eine Menge in die Hose gegangen? Ist eine Menge in die Hose gegangen, Gleichgewicht und alles Mögliche, was eben nicht funktioniert hat, bis die dann so perfekt geworden sind, wie sie jetzt sind. Ja, Gleichgewicht ist ein spannendes Thema, weil du sagst, sie stehen draußen. Ja. Also wo draußen? In solchen Parks, Barfußparks zum Beispiel? Zum Beispiel Barfußparks oder in Städten, in Gemeinden, bei Leuten in Gärten, überall, wo man einen hinstellen könnte, kann. Aha, das heißt, die sind natürlich dem Wind ausgesetzt. Wind klingt ja so ein bisschen laues Lüftchen. Wir wissen aber, es gibt auch Stürme. Ja. Zum Beispiel diese Windmühlen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die werden ausgeschaltet, wenn das zu stürmisch wird. Was machst du dann mit deinen Windharfen im Orkan? Klappst du sie um? Kann man sie flach legen? Nein. Stehen lassen, weil die fallen dann nicht um. Weil die fallen nicht um? Die drehen sich ja mit dem Wind. Ja gut, aber das tut die Windmühle auch. Trotzdem. Die Windmühlen drehen sich ja auch mit dem Wind und fallen nicht um, oder? Ja, aber die werden abgestellt, wenn es zu stürmisch wird. Warum? Weil die sonst zu schnell drehen würden, glaube ich. Oder weil die Flügel abbrechen oder sowas. Aber sind ja keine Flügel dran. Ja gut, komm, die haben mal so eine Art Flügelform, haben die schon. Das ist ja der Klangkörper, der sich mit dem Wind dreht.
Also der Wind fließt sozusagen vorbei, meinst du jetzt, ne? Zum Beispiel. Wie so ein Wetterhahn. So ein Wetterhahn oben. Und wie ist das bei umlaufenden Winden? Dann kannst das du dich, sagen die immer. Dann hängst du dich dran und dann hast du ein Karussell. Ja, also du lässt die wirklich immer draußen, ja, bei Wind und Wetter. Ja, passiert du verkaufst nichts. Die Dinger ja. Du machst das ja beruflich. Ja, genau. Und da kann man bei dir so ein Ding bestellen und du übernimmst die Garantie, wenn das Ding dann einem um die Ohren fliegt. Also da das bist du vorne dabei. Fällt nicht um die Ohren. Ja, gut, das behauptest du jetzt. Das weiß ich, hab's getestet. Bei welchen Stärken? 180 war die Höchststärke, die ich hatte. 180 km/h? 180. Na gut, das ist ordentlich. Schon den können wir glauben. Wir haben ein Video vorbereitet. Ne, beziehungsweise wir. Also, will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Eigentlich warst du, der Schelm. Du hast das Ding irgendwie mal im Betrieb getestet, weil jetzt stehen die hier blöd rum. Ist ja auch relativ langweilig. Schöne Skulptur. Übrigens haben wir hier auch eine Skulptur auf dem Tisch. Die kann aber nichts, ne? Die sieht nur gut aus. Die sieht gut aus, ja. Das ist ein Selbstbildnis. Ja. Also quasi, du siehst gut aus, hast gesagt, das muss ich unbedingt technisch umsetzen. Für meine Nachwelt, habe ich gedacht. Kann aber nichts. Ja, kann nichts, nein. So wie du ich. Kannst was, du kannst Wind haben und du kannst auch Videos. Wir sehen jetzt mal dieses Video, was er da mitgebracht hat. Und vor allem, wir hören es auch. Ich sage jetzt nichts. Einfach mal stille Schweigen und das Spiel der Windharfen im Wind genießen. Sounds like a melody. So schön kann Wind klingen, lieber Martin Stuckart. Wir haben jetzt einen Eindruck von dem, wie das so gehen kann. Sag mal, sowas filmen stelle ich mir schwierig vor, ne? Das Filmen geht, das Aufnehmen ist schwierig. Ja, ja. Weil der Wind. Ja, hast mich wieder erwischt, habe ich wieder doof gefragt. Richtig. Der Wind, der Sound ist das Problem. Die Geräusche, das Windnis, die gehen so ins Mikrofon rein und ich habe noch nicht so die passende technische Möglichkeit gefunden, das so perfekt aufzunehmen, dass man die Nebengeräusche nicht hört. Mhm. Irgendwann werde ich das auch können, aber mein Hauptaugenmerk liegt momentan noch aufs Bauen, als auf diese Aufnahmen der Töne. Ich weil, sag mir, der es hören möchte, soll zu mir kommen, soll sich anhören, soll sich live anhören. Klingt sowieso besser als in jedem Video. Du hast da in Bordersholm so eine kleine Ausstellung? Ich habe eine im Garten stehen bei mir. Eine Windharfe im Garten? Eine Windharfe. Kann man dann, also da muss man sich einen windigen Tag aussuchen. Wenn da jetzt gerade windstille ist, passiert eigentlich gar nichts. Dann stehen die da so rum, wie hier bei uns. Ne? Das ist richtig. Wir hatten ja überlegt, eine Windmaschine anzuschmeißen. Die ist ja aber lauter als die ganzen Geräusche in der Windmaschine. Man weiß ja selber, im Föhn oder was auch immer, ein Ventilator zu Hause. Das sind ja die Windgeräusche, das, glaube ich, funktioniert nicht. Ja, das Problem ist ja auch tatsächlich dieser Ventilator. Also man könnte jetzt einen Elektromotor nehmen, dann würde man den Motor nicht hören. Das ist in der Fliegerei ein Problem. Dass dieser Lärm, dieser Fluglärm, über den man spricht, ist beim normalen Propellerflugzeug gar nicht der Motor als solches, sondern ist tatsächlich der Propeller, der dieses Schlapp, 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 Schlapp macht. Genau. Und dann wird das ganz, ganz laut und unangenehm. Und
Hier ist es also im Grunde genommen, wäre es etwas Ähnliches, wenn man jetzt eine Windmaschine tatsächlich anschmeißen würde. Wir könnten jetzt die Dinger raustragen und könnten versuchen, das draußen bei uns vor dem Sender zu bespielen. Funktioniert heute nicht. Wir haben heute tatsächlich einen windstillen Tag in Hamburg erwischt. Ist nicht so schön, kommt nicht so oft vor. Ist aber leider so. Können wir die natürlich auf dem Auto schrauben und damit über die Autobahn fegen. Klingen die eigentlich alle gleich? Nee, die klingen unterschiedlich, je nach Klangkörper. Mhm. Also wenn man jetzt so ein was Schmales hat, das klingt hochtöniger und so einen großen Klangkörper, das klingt bassiger, das klingt einfach. Mhm. Okay. Und ja, besser kann man nicht sagen. Also die klingen alle toll, ja. Aber so ein Bass klingt halt meistens angenehmer. Ja. Also noch angenehmer, wohltuender, mystischer. Und wie weit kann man das hören, wenn man jetzt auf der Terrasse sitzt? Und wie weit darf das also stehen, dass man das noch hört? Ich sag mal, wenn das so 10 Meter sind, okay. Weiter ist das nicht. Wird ja immer leiser. Ja. Aber man könnte jetzt in so einem Garten vielleicht mehrere aufstellen. Habe ich gemacht. Ich habe 3 Stück hingestellt und das klingt Hammer. Das sind 3, das ist so Hammer gut oder Hammer scheiße? Hammer geil. Hammer geil. Ja, also geil ist positiv, ne? Das klingt super, super toll. Also eine klingt super, aber wenn man mehrere hat, ist so eine Harmonie. Wie so ein Orchester ist das. Okay. Klingt toll. Ja, aber du kannst es nicht steuern, ne? Also, nein. Also das wird lauter, wenn, oder die Töne ändern sich auch durch den Windeinfall oder die Intensität des Windes? Also ist der Wind zu böig, so eine Seite, die braucht, dass sie anfängt zu schwingen. So, und wenn der Wind zu böig ist und zu abrupt aufhört, hat die Saite nicht die Gelegenheit zu schwingen. Mhm. Ja, so, wenn man jetzt mehr kontinuierlichen Wind hat, der muss nicht stark sein, dann hat die Saite mehr, da kann die besser arbeiten. Mhm. So, und dann hört man die kontinuierliche besser, als wenn es so, sag ich mal, bei Sturm zum Beispiel, fängt die wieder an, dass sie sich entschwingt. Weil es zu viel, wo die arbeiten muss. Und deswegen ist sie bei Sturm nicht lauter, sondern man hört sie weniger. Also kontinuierlicher, leichter Wind, 10, 20 km/h ist optimal. Dann hört man sie am schönsten, am besten. Man kann dich also besuchen in Bordesholm. Da hast du dein Geschäft sozusagen, wo man das erleben kann. Da ist auch deine Werkstatt. Man kann da auch reingucken wahrscheinlich, wie du da man darf arbeitest. Mal reingucken, oder ist das geheimes Projekt? Nein. Ja, also manche Dinge möchte ich nicht preisgeben. Okay. Das Lustige ist ja, du hast etwas mitgebracht, ein Flyer, in dem das Ganze so ein bisschen beschrieben ist. Und da gibt es ein Logo natürlich auch und das kann unsere Kamera vielleicht versuchen mal reinzuhalten. Vielleicht kann man das mal ranzoomen und empfangen sozusagen, weil da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die du vielleicht noch mal erzählen magst. Ich halte es in die Kamera 3, dann geht das besser mit dem Ranzoomen. Lieber Martin, du hast dieses GH. G-Harris heißt das eigentlich. Und das ist im Grunde genommen ein Künstlername, weil du bist auch noch ein bisschen in der Musikbranche unterwegs. Da gab es dieses Ding, ja, dieses GH. Und das fandst du so schön, das Logo. Und wolltest es gerne weiterverwenden, nicht? Richtig. Nun heißt das Ding ja Windharfe, blöd, ne? Das ist, WH hätte auch nicht gepasst, weil, also die Idee ist, dieses Logo, das hat mir so toll gefallen. Und das GH für G. Harry und dieser Kopfhörer symbolisiert natürlich auch, Kopfhörer sind ja Musik, man hört ja Musik dadurch. Und ich hatte dann irgendwann die Idee, du musst aus diesem GH was machen, du musst das beibehalten. Hab viel rumexperimentiert, bis dann meine Freundin sagte, mach doch einfach Gartenharfe draus. Nicht Windharfe, sondern Gartenharfe. Und so ist das G für Garten geblieben und das H für Harfe. Und so habe ich das Logo jetzt auch für meine Gartenharfen. Und so heißt deine Webseite eben auf www.gartenharfe.de. Richtig. Schließt sich der Kreis. Lieber Martin, toll. So ein wenig habe ich hier noch nicht gehabt. Also das ist, Skulpturen und so kommen immer mal wieder vor bei uns. Aber Skulpturen, die auch was können, die also nicht nur dröge rumstehen wie dein Selbstbildnis, sondern die tatsächlich Musik erzeugen, finde ich hochspannend. Kann man die in Hamburg live sehen? Gibt es welche in Hamburg? In Hamburg gibt es noch keine. In Hamburg gibt es noch keine? Nein. Na, guck mal. Ja, aber in Aschau, Chiemgau, da werden bald 2 Stück stehen.
Das ist quasi bei Hamburg um die Ecke. Das ist bei Hamburg um die Ecke, so ein paar Kilometer. Ja, ja. Südlicher Vorort von südlicher Hamburg, glaube ich, ist das. Ja. Und da kann man sie erleben. Da kann man sie denn erleben, ja. Ja, also ich bin dafür, dass wir irgendwie sowas hier mal auf die Plaza von der Elfi stellen. Weil da pfeift ja auch der Wind schön durch. Mhm. Ne? Und es würde ja auch thematisch passen. Vor die Elbe, vor der Manie. Mhm. Ja, nee, auf die Plaza, direkt auf die Plaza. Ja. Von der Elfi. Da gibt es doch diese Plaza oben, ne? Bist du schon mal da gewesen? Warst noch nie da, ne? Bestimmt irgendwann mal, ja. Ja, ja, ja. Irgendwann ist, haben wir die gerade aufgemalt. Ist das beim Fischmarkt? Elbphilharmonie. Ach so, ach ja, ist er beim Fischmarkt. Wo kommst du denn weg? Aus Bornesholm. So weit ist Bornesholm aber auch nicht weg. Hast du nie was von der Elfi gehört? Ja, so jetzt den. Hör mal, da sind die Hamburger aber nicht stolz drauf. Ja. Also jetzt aber mal. Das ist toll. Lass das nicht den Bürgermeister hören. Nein. Hör mal, das Ding hat irgendwie fast eine Milliarde gekostet. Wenn ich übertreibe, 750 ja. Millionen oder so. Ja, dann ist das ja Peanuts dagegen. Da ist das Peanuts dagegen. Da kannst du richtig zulangen. Ne? Hamburg hat ja viel Geld, weiß man ja. Vielleicht finden sie auch einen Spender, der das da platziert. Das wäre toll. Aber da solltest du vorher, wenn du nachher hier das Studio verlässt, noch einmal, bevor du nach Bornesholm wieder fährst, einmal den roten Faden Richtung Elbphilharmonie. Wenn du da nicht hinfindest, frag die Leute, die an der Straße stehen. Das kennt jeder. Und dann guckst du dir das an. Und dann reichst du das als Projekt ein, weil ich glaube, so eine Windhafe jetzt ganz ohne Scheiß ist ein Riesending für Hamburg. Passt doch hierher, sieht doch auch so ein bisschen aus wie so ein Segel, oder? In der Elbphilharmonie ist das ja so, da spielen mehrere Leute. Ja, da müssen wir mehrere. Du willst nur ein ganzes Orchester verkaufen. Ne? Müsste man drei Stück mindestens hinstellen. Mindestens. Drei große, mindestens. Damit man die auch richtig genießen kann. Weil nur eine alleine, ganz ehrlich, eine alleine klingt toll, aber sobald die im Stereo oder im Trio dastehen, ist es eine ganz andere Harmonie. Das klingt total, man muss es einfach mal hören. Ist auch lauter wahrscheinlich. Ist auch lauter, ja. Wenn ich nicht nur eingebildet, sondern ein bisschen gebildeter wäre, dann wüsste ich vielleicht auch, wie viele Menschen man braucht, um ein philharmonisches Orchester zu bestücken. Und dann könnte ich sagen, wie viele wir brauchen für die Elbphilharmonie. Wir machen ein Trio. Ein Trio? Ein Trio. Okay. Das Trio war sehr erfolgreich. Gut, wir werden versuchen, das in Hamburg unterzukriegen. Wenn das funktioniert, dann kommst du wieder zu uns. Ja. Und dann machen wir dann natürlich einen Bericht in der Sendung drüber, oder? Live, vor der Philharmonie. Coole Geschichte. Ich freue mich drauf. Ich bin dabei. Ich zähle auf dich. Martin Schuckert war das. Vielen Dank, dass du da warst. War ganz große Klasse, großes Kino. Oder? Cecilie. Kostüm. Du warst ja neulich schon mal bei uns. Mhm. Ist jetzt so ein Vierteljahr her. Man kann das natürlich immer noch sehen. Man muss einfach nur auf die Tidal-Seite gehen bei YouTube, den Tidal-Channel. Und da kann man sich natürlich die Sendung ansehen. Aus dem Januar dieses Jahres mit Cecilie. Und da passiert was ganz Spannendes. Du hast nämlich ein Riesenthema. Ja, mein fünftes Element. Das war aber das Thema der anderen Sendung, mehr das Thema. Ganz genau. Und heute habe ich jemanden mitgebracht. Ja. Den Yunus. Yunus. Meinen zukünftigen... Bonjour, monsieur. Bonjour. Du sprichst Französisch. Das liegt daran, dass du das quasi mit der Muttermilch aufgesogen hast. Das ist deine Muttersprache. Ja, Französisch ist meine Muttersprache, ja. Aber... Ja, ich und das erklärt, dass ich dich nicht fragen muss, ob du aus Hamburg kommst. Du kommst aus Gabun. Ja, ja, weil ich bin geboren in Gabun und ja, danach ich mit meiner Familie nach Togo umgezogen. Ja. Togo? Ja, umgezogen. Ja. Ja. Ich kenne das von meinem Kaffee. Coffee to go. Ja, das ist ein komische Wort, weil wenn ich bin an der Straße und ich sehe, und ich habe gesehen, einen Coffeeshop und sie hat geschrieben, Kaffee to go. Also, oh, hier ist Togo. Ist ja meine Leine da. Dann bist du da rumgeirrt, wolltest nach Hause, aber nichts gefunden. Ja. Ja. Du warst dann in Togo. Warum jetzt von Gabun nach Togo? Ja, weil Togo ist meine Origin. Meine Origin. Mein ja. Vater kommt aus Togo. Ach, dein Vater ist eigentlich aus Togo, deine Mutter aus Gabun? Meine Mutter ist aus Ghana.
Aus Ghana? Ja. Aber geboren bist du in Gabun? Ja, weil mein Vater hat gearbeitet in einer Ölstation. Ölfirma als Entrepreneur. So, ja, er lebt da. So, er hat meine Mutter gefunden da und mache Kinder da, ja. Ich finde das ganz wunderbar. Du bemühst dich, Deutsch zu sprechen mit uns. Ja. Französisch ist deine Muttersprache. Ja. Du kannst auch Englisch. Ja. Wir können uns jetzt auf Englisch unterhalten. Ja gut, Französisch ist das so eine Sache. Also man sagt allgemein, ich sei gut im Französisch. Nur mit der Sprache hapert's. Also deswegen haben wir eigentlich auf das vorbereitet. Wir haben einen französischen Übersetzer, einen Dolmetscher, Dolmetscher für dich im Studio, der gegebenenfalls einspringen könnte. Ich glaube, wir können den mal nach Hause schicken. Den brauchen wir gar nicht. Du machst das so toll. Ja, wirklich, ganz toll. Du bist ja erst ganz, ganz kurze Zeit in Deutschland. Ja, ich bin in Deutschland, in Berlin seit 2 Jahren jetzt. So, und ich arbeite in einem Kunststudio da. So, in einem Kunststudio? Ja. So, ja, Deutsch ist eine sehr gute Sprache, aber sehr stark. Sehr schwierig, ja. Aber du hast es in kürzester Zeit gelernt. Also du hast wirklich erst angefangen, als du nach Deutschland kamst. Oder hast du schon zu Hause in Togo, in Gabun, in Ghana, wo auch immer, Deutsch gelernt? Nee, ich habe Deutsch gelernt hier in Deutschland. In Deutschland? Ja, in Volkerschule. Also nach 2 Jahren kann man durchaus so fließend sprechen? Ja, ich lerne ein bisschen, ja. Ja. Du bist ja ein ganz, ganz kluger Kopf. Du hast ja Kunst auch studiert. Ja, ich habe Kunst studiert in Marokko, Fès, im Centre des Beaux-Arts. Marokko fest, so für meine Arbeit, weil ich hatte verstanden, dass ich bin ein Künstler, ich bin geborener Künstler, weil es ist einfach für mich zu sagen, Leute, mein Gefühl. Ja, so. Wenn ich male, ich mache eine Skulptur mit Keramik oder ja, alle Sachen, Leute verstehen mich mehr. Ah, Jonas macht das, Design und so. Ja, Leute fühlen immer froh. Und möchte immer verstehen, was es ist wichtig in meiner Kreation. Mhm. Ja, so es ist alles das. Und später ich war in Dublin und ich arbeite da in einer Galerie, Inspire Galerie. Und doch ich bin eine Assistent Kunst in der Galerie und ich arbeite in Frankreich auch in einer Association für ja, 1 Jahr bis 2 Jahre als das. Ja. Jetzt ich bin in Deutschland und ja. Also ich, in der Galerie hast du als Assistent gearbeitet, dann aber im Verkauf oder also nicht als Künstler? Als Künstler, weil diese Galerie macht es ist eine neue Galerie, so erkennt nicht, weil Artist erkennt, macht eine Ausstellung. So, dieser Artist, ihre Arbeit, es ist nicht sehr schön. Es ist als eine Beginnerarbeit. So, wir können machen ihm Ausstellung allein. So, Jonas, was denkst du? Denkst du, wir können das machen mit anderen Artisten als Gruppe Ausstellung oder allein? Also ich sage, ja, das ist professionell, du kannst das machen allein, ist gut. Mehr Beratung. Ja, so, ja. Als das, ja.
Und die Grundlage dafür ist natürlich dein Kunststudium, das du gemacht hast, sodass du das Fachwissen hast. Ja. Die Bilder, die du uns mitgebracht hast, die hängen hier hinter mir. Ja, okay. Und was sehen wir da? Also, okay. Was wir sehen, können wir natürlich mit eigenen Augen jetzt unsere Zuschauer auch erfassen, ja. Aber was soll das Ganze? Okay, es ist über unser Konzept. Mhm. Also das mit Cecilia jetzt? Ja, mit Cecilia. Das muss man vielleicht ganz kurz noch erklären. Ja. Ihr beide habt euch getroffen bei einer Kunstausstellung, glaube ich. Ja. Ja. Und dann habt ihr euch unterhalten, angefreundet und gesagt, wir können ja künstlerisch zusammen arbeiten. Ja. Setzt erstmal voraus, dass man vielleicht Berührungspunkte hat. Unbedingt. Und sagt, da ist was deckungsgleich. Das könnte auch umgekehrt sein. Man könnte auch sagen, das geht gar nicht zusammen und wir lieben diese Kräfte, die da auftreten, wenn was so gar nicht zusammengeht, indem wir es dann doch irgendwie zusammenbringen. Ja. Wie war es bei euch? Passt. Passt auf jeden Fall, wobei die Arbeiten sind sehr unterschiedlich. Man kann das sehr unterschiedlich. Das sehr bringen unterschiedlich. Wir zurück zu der Frage, die ich an Jonas gerade hatte. Was sieht man? Genau. Ja. Ich male über das fünfte Element. Du malst über das fünfte Element? Ja. Warum? Hast du das früher schon gemacht oder bist du inspiriert worden durch Cecilia? Okay, dies hier da. Dieses Bild hier hinter mir. Dieses hier ist meine letzte in der Nähe, weil wir haben gesprochen über das fünfte Element. So das war Cecilia Meinung, Idee über das fünfte Element. Aber warum ich hatte Cecilia Konzept geliebt, das fünfte Element geliebt, weil ich male über in das Dimension, weil wenn du siehst die erste Bilder, das erste von den dreien, also das erste ganz oben, das erste ihre Talte ist Univers. So wenn du siehst in unserem Konzept das fünfte Element, wir malen über die fünfte Dimension, das alles, was drumherum herrscht und wahrgenommen wird. Ja, also wie mal über die Natur, das Have, so die Have sind in der Univers, ja, und wie mal über die Wasser, die Feuer, alles da sind in der Univers, und du kannst das Farbe sehen in dieser ersten Bilder. Ja, so es ist Wasser, Feuer und Erde, alles. Ja. Ah, das ist Wasser, Feuer, Erde, Luft. Ja, alles sind in. Ja. Und Luft, das ist ja hier Martins Thema wieder, nicht? Da geht dir das Herz auf. Nicht? Wer ist das fünfte Element? Ich meine, Wasser, Feuer, Sand, Luft. Luft. Und das, was ist das fünfte? Das fünfte, es ist like nothing. Ist ein Element so. Okay. Wir call it in French le vide. Das Leere. Das war unser Übersetzer. Le vide. Ja. Das Leere. Das Leere. Oh, okay. Ja. Mhm. So, das ist ein Element, weil viele Leute vergessen das. Ja. Und, ich kenne das, weil ich bin ein Buddhist. So, ich da habe das gelernt in meinem Study. Buddhist Study und, ja. Wobei, die Lehre ist ja keine Lehre. Ja? Also ich würde das jetzt nicht so beschreiben. Ja, aber wir malen nicht über Spiritualität. Oder wir machen das fünfte Element nicht über Politik. Nein, wir machen das für Leute früher bekommen. Weil wenn der Leute sieht unsere Bilder, er kann eine ein spezielles Gefühl bekommen. Also auch eine schöne Reise machen. Innere Reise, wenn man eure Bilder anguckt. Ja, ja. Wenn man sich darauf einlässt, ja. Wenn man sich darauf einlässt. Cecilia, hinter dir wiederum oder hinter euch da drüben hängen Bilder, die du gemalt hast. Genau, genau. Wie das Ganze aussehen kann,
Das ist ja eine andere Interpretation, weil ich ja auch ein anderer Mensch bin als der Yunus. Also Yunus Bild hinter dir ist quasi im Konzept, aus dem Konzept das fünfte Element, Black and White, weil Black and White, das war ja so die Idee, so eine ganz spontane Idee, das auch mal so zu nennen. Wir spielen jetzt tatsächlich, ist ja unschicklich, nicht? Aber wir spielen tatsächlich auf die Hautfarben an. Ja, aber auch die Kontraste natürlich. Er kommt aus einer ganz anderen Region, an Kontinent, Afrika. Ich bin in Europa zu Hause, was auch immer. Man sagt ja Afrika, der schwarze Kontinent. Ja, schwarze Kontinent, ja. Du repräsentierst den weißen Teil. Man sieht eben sehr schön, wie das harmonisch zusammenfließen kann, indem man in der Kunst zusammenarbeiten kann. Der Wind, lieber Martin, kennt auch keine Grenzen. Nein. Denn der weht tatsächlich über alle Grenzen hinweg und tatsächlich weltweit. Den kann man auch ganz, ganz schlecht aufhalten. Mit dem Wasser ist das ja noch so eine Sache. Da kann man auch Staudämme bauen und da kann man auch sagen, ich will nicht, dass du das Wasser kriegst, ich drehe dir Wasser ab. Ich baue da so einen Damm davor und dann kommt bei dir in deinem Land kein Wasser oder so. Das würde möglich sein. Beim Wind nicht. Den kann man hörbar machen, den Wind. Ja, das haben wir ja vorhin gehört. Ne? Also, das ist hörbar. In deinem Video. Und Video ist ja ist ein Stichwort, wir haben eine Matz von dir. Ja. Also ein Filmchen, das du vorbereitet hast für uns. Das zeigt dich. Bei der Arbeit. Schauen wir uns mal an. Liebe Regie, Mats ab. So schnell kann das funktionieren mit der Kunst. Liebe Cecilie, du kannst ja wahnsinnig schnell malen. Unglaublich schnell, ja. Also haben wir das einen Stundenlohn? Das ist Wahnsinn. Da muss man sich mal überlegen. Ja. Also, wenn die Technik nicht wäre. Natürlich kann man. Also das war natürlich ein Schnelllauf, klar. Ja. Ja, so muss man sich das vorstellen. So sieht man dich bei der in Aktion, Arbeit. Ja. Da ist eine Menge Action dabei. Auf jeden Fall. Eigentlich ganz Körpereinsatz. Ich bin mittendrin, ich laufe um das Bild herum, die Expansion ist ganz, ganz stark. Die Leinwand dicht auf der Erde. Also diese Stärke, diese Kraft könnte ich gar nicht, wenn viele, viele Künstler, viele Maler malen an der Staffelei oder direkt an der Wand. Und das funktioniert bei mir nicht. Also ich bin wirklich die volle Energie mit Körpereinsatz mittendrin quasi. Und das, was wir gesehen haben, war jetzt eigentlich ein Ausschnitt von ungefähr vielleicht 20 Minuten. Also das, wenn ich dabei bin, geht es auch schnell. Wobei das erst der Anfang war. Also das Bild ist noch nicht ganz fertig. Aber man kann schon sehen, wie ich an die Sache rangehe quasi. Ja? Dass das ganz eigentlich unschuldig anfängt mit ein paar kleinen Klacksen, Farbe und dann wird das verbunden und ja, entsprechend kann man sich so ein bisschen vielleicht reindenken, ja. Yunus, ist das bei dir auch so? Also, wie malst du? Außer mit ganzem Körpereinsatz oder das sieht fast ein bisschen filigran konstruierter aus. Wie sieht das aus, wenn du malst? Ja, viele Leute fragen mich das, weil sie dachten, ich male all das. Aber es ist nicht all das. Ich mache ein bisschen Sketch. Also ich zeige Skizzen, ja. Ja, Skizzen. Dann führe meine Idee. Ja. Und dann ich male meine Bilder. So, es ist mehr einfach für mich. Mhm. Ja. Ich mache das Realism zuerst. Ja. Und später mache das abstrakt. Also ein bisschen wie die... So wie ich. Man zeichnet und dann baut man was raus. Du zeichnest... Ist das so, dass du immer noch jede
jedes einzelne Modell, jede Harfe erstmal skizzierst? Nein, nur Elemente davon. Wenn ich was Neues ausprobiere, das muss ich erst skizzieren, mhm, und muss mir Gedanken machen, wie kann ich das bauen, und gehe das in der geistigen Leinwand durch und zeichne mir das auf. Und okay, dann sage ich, jetzt probiere ich das so aus. Und ja, es funktioniert, wenn man das aufzeichnet. Also jetzt einfach losbauen funktioniert nicht. Man muss das wirklich vorher einmal gezeichnet haben, um das aus dem Kopf aufs Papier zu bekommen, um dann zu sehen, was baut man da. Und sie klingen ja auch anders jeweils aufgrund des unterschiedlichen Klangkörpers. Richtig. Das heißt, wahrscheinlich klingt tatsächlich jedes Modell auch anders. Ja, du kriegst ja wahrscheinlich nicht zweimal dasselbe hin. Ganz schwierig. Ganz mal abgesehen davon, dass sie auch aufgrund des unterschiedlichen Windeinflusses wahrscheinlich auch andere Töne kommen. Jetzt, ja. Komplett anders. Komplett anders, ja. Also richtig planbar ist eine Windharfe nicht. Also die Größe kann man planen. Ja, wo ja, man sagt, okay, ich möchte gern einen satten, tiefen Klang haben, dann baue ich einen großen Klangkörper, zu vergleichen mit einem Kontrabass oder mit einem großen Instrument, einem Flügel zum Beispiel. Das ist ja auch schon mannsgroß, was ja du mitgebracht hast, aber rein theoretisch können das Ding auch 10 Meter hoch sein, ne? Theoretisch ja, könnte man bauen. Man muss aber die Saiten selber, müsste man unterteilen. Also eine 10 Meter lange Saite wird sich verschwingen, denke ich. Das ist, aha, okay. Das ist wie bei den Tampen beim Segelboot. Das ist ja auch das, ja, denke ich mal. Aber ja, aber ich kenne das aus den Yachthäfen, wenn da Segeljachten liegen, ja, und der Wind pfeift da durch, dann gibt das immer so ein heulendes Geräusch. So in der Art. Und wenn man da jetzt einen Klangkörper noch dazu bauen würde, dann würde das noch schön übertragen. Das würde super klingen. Ja. Yunus, das mit dem Konstruktiven ist ja bei dir so ähnlich. Du konstruierst ja die Vorzeichnung. Ja. Und nachdem das vorgezeichnet ist, fängst du an, das mit Farbe zu erfüllen. Mhm. Und dann kann es sein, dass du auch von der Konstruktion ein bisschen abweichst und sozusagen ja, freie, alles im freien Fluss ist, ja? Ja. Kann man sich das so vorstellen? Ja, es ist anders. Ist das hier, Vorzeichnen? Gar nicht. Null. Ist nicht. Ist genau Bullshit das Gegenteil. Brauche ich nicht, ja? Nein, also durchaus. Es gibt auch Skizzen bei mir, auf jeden Fall. Aber bei mir funktioniert das definitiv ganz anders. Ja. Also ich gehe wirklich weg von der Rationalität. Ich würde das ja auch so ein bisschen behaupten, dass das natürlich, das ist eine ganz andere Vorbereitung. Das ist ein bisschen rationaler. Man geht jetzt mal auf Papier, also ich gehe raus aus dem Kopf, aus diesem Kopfdenken. Mhm. Also für mich ist das ganz wichtig, eben dieses direkte Gefühl, und das sieht man, sah man auch an diesem kleinen Video, ja, dass es einfach losgeht. Und auch wenn sich das jetzt vielleicht komisch anhört, es wird wirklich nicht nachgedacht. Und das ist aber eigentlich genau das, wo ich hin will und was ich eigentlich auch vermitteln will. Das reine Gefühl. Und gut, ich gehe jetzt von mir aus. Ich denke, dass man das Gefühl besser vermittelt, wenn man aus dem Gefühl malt, also aus dem reinen Gefühl malt. Ja. Also dieses reine Gefühl, ungefiltert, nicht vorher überlegt, einfach drauf los. Ich bin auch nicht immer zufrieden, aber ich denke, dass die Gefühle besser vermittelbar sind, man kann das vielleicht sehen, ja, wenn man komplett aus dem Herzen heraus dann agiert, ohne vorher großartig überlegt zu haben, ja? Also ohne sich darauf überhaupt einzulassen. Wie kann es dann sein, dass du mir aber auch gerade eben gesagt hast, dann bin ich auch manchmal noch nicht so zufrieden? Müsstest du nicht immer zufrieden sein, ja, wenn das doch aus dir herauskommt? Ja, aber gut, vielleicht war das der Moment, wo ich vielleicht nicht ganz so zu 100% mit mir zufrieden war. Also im Prinzip ist das tatsächlich so, dass durch mich, ich male es und im Prinzip spiegele ich mich ja in diesem Werk ja wieder. Ja, in dem bist Moment. Du mit dir selber nicht wirklich zufrieden gewesen. Ja, das ist gewesen, dann auch mein eventuell Spiegelbild. Das ist mein aber Spiegelbild, ja. Aber mit deinem Kunstwerk als solchem könntest du doch zufrieden sein. Oder geht die Selbstkritik nein so weit, dass du dann sagst, da steckt mir jetzt das zu ist, viel. Das ist durchaus möglich und das endet nie. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, weil das hält den Künstler auch am Leben, selbstkritisch zu sein und auch sich verändern zu wollen, Veränderung einzuleiten, neue Ideen. Also das ist ein Prozess und das ist ganz wichtig, also diese Selbstkritik. Ja. Dennoch plane ich meine Arbeiten nicht so exakt und akkurat wie ihr, sondern ich will genau weg davon, raus aus dieser Planung, um genau dieses Gefühl auch wirklich
direkt und intensiv darzustellen. Das würde ich auch gerne machen. Wenn es Metall als einen Klumpen gäbe, genau, wo ich sage, ich nehme den und mach einfach, aber leider muss ich flexen, schneiden. Physik. Ne? Physik, ja. Aber das wäre natürlich toll. Man nimmt so einen Klumpen Metall und formt den einfach und sagt, fertig. Wäre einfacher. Ich meine, ist schön zu sehen im Video. Man macht die Farbe drauf, das harmoniert alles super gut. Bevor ich so schnell was machen könnte, ich muss erstmal ein Blech anzeichnen, zuschneiden, zusammenschweißen, sauber machen. Ganz anderes Material natürlich. Aber das wäre toll. So ein, können wir sowas erfinden? So ein Klumpen. So ein Plasma müsste es geben. Plasma, vielleicht so ein Plasma, was so ein 3D so sich dann plötzlich einfriert. Ob das funktioniert? Ich meine, im Prinzip wird ja Metall, Stahl oder so, wird ja auch ganz, ganz heiß gemacht und dann wird es flüssig. Das ist richtig. Und dann kann man es gießen. Ja? Metallgießerei. Das kannst du nicht anfassen. Natürlich gibt es ja, aber man kann es nicht anfassen. Also schön wäre, wenn. Nee, anfassen erstmal nicht. Oh. Ich lass mir so einen Klumpen Metall. Das kannst du bei Cecilia auch nicht anfassen. Weil dann hast du ja die Fingerabdrücke. Ja, aber ich male auch mit Händen. Ja. Achso, du bist ja so ganz Körper. Ja, also nicht ganz Körper. Aber auf jeden Fall. Barfuß, das haben wir gesehen, Barfuß ist natürlich, weil sonst hätte ich dann auch irgendwelche Schuhabdrücke oder so. Was ist in dieser Sprühflasche drin? Das fragen viele. Was ist Wasser? Wasser? Okay. Da war mal Glasreiniger drin. Das ist wirklich Wasser. Ich wundere mich, was macht sie? Nee, das ist ja, das sprüht natürlich, wenn ich jetzt dann den Pinsel jetzt eintauche ins Wasser, dann habe ich eventuell einfach zu viel und dann ist das von der Konsistenz, stimmt das nicht mehr. Also dieses leichte Sprühen ist immer, das sind so kleine Tricks. Hätte ich eigentlich nicht verraten dürfen, aber. Bei dir sprühen eher die Funken, wenn du da am Flexen bist. Und es läuft das Wasser. Ja, genau. Schweißtreibendes, künstlerisches Wirken. Ja. Yunus, bei dir ist das mit dem Schweißtreibend in Deutschland nicht so sehr. Das war mehr in Afrika, wo es warm war, nicht? Aber wenn du jetzt malst, das ist nicht so sportlich, ne? Also das ist nicht so wie bei Cecilia mit ganzem Körpereinsatz, sondern bei dir ist es relativ entspannt, oder? Ja, es ist entspannt, ja. Bei mir ist es auch entspannt. Meins ist auch völlig entspannt. Naja, also ich wollte ja nur mal so ein bisschen den Unterschied herausarbeiten. Du arbeitest wirklich körperlich schwer. Ja. Mit Metall stelle ich mir das so vor, das ist eine schwere körperliche Arbeit. Bei Cecilia haben wir gesehen, das ist durchaus sportlich. Mehr Akrobatik. Insbesondere, wenn man den Film so schnell laufen lässt. Aber ich bin tatsächlich, wenn ich so dabei bin, ich muss mich erholen danach. Weil das hast du Muskelkater? Bitte? Kriegst du Muskelkater? Ja. Ich habe Muskelkater vom Malen. Das könnte passieren, aber ich muss mich. Also es ist so, das ist wirklich, das erfordert. Also dieses komplette sich darauf einlassen und unkontrolliert, das erfordert viel Energie. Es ist tatsächlich so. Jonas, wie ist das bei dir? Du malst an der Staffelei dann oder wie geht das? Ich male. Ich kann stets malen. Im Stehen? Okay. Oder ich kann, wenn ich möchte, zeichnen, dass ich steht und ich zeichne. Like, an der Wand auch. Dann. An der Wand, oder, Wand, ja. Genau. Aber wenn ich möchte eine Farbe benutzen, so ich mache es da an den Fußbaum. Weil ich verwende meine Farbe mit viel Wasser für die Effekt, weil die Effekt ist sehr wichtig für mich. Mhm. Ja, ist ein bisschen als meine Signature. Ja. Ah, okay. Ja. Okay. Das ist aber auch ein Argument für mich, also bei mir, dass das wichtig ist, dass ich auf dem Fußboden male. Grundsätzlich, weil ich sehr viel Farbe auftrage und wenn die natürlich jetzt, wird ja runterlaufen. Also kann ich auch nicht mehr so verbinden, dann muss das ja auch zum Teil ruhen und trocknen. Und insofern ist das sehr wichtig, dass das geerdet ist. Also wir sehen ganz unterschiedliche Maltechniken, zusammengefasst unter dem Oberbegriff fünftes Element von euch beiden als Künstlerpaar, in Anführungsstrichen, ihr seid nicht privat zusammen, also nein. Das Ganze, du bist auch mit dem Künstler liiert, aber das ist nicht ganz was anderes, trotzdem funktioniert es sehr harmonisch mit euch beiden. Ja. Ich sehe ja, hab Freude an dem, was ihr tut, ihr redet voller Begeisterung auch über diese Zusammenarbeit und ich finde, das ist in der heutigen Zeit auch ganz schön,
das mal hier zu präsentieren, weil es ja irgendwo auch was hat von Integration, auch wenn du jetzt kein klassischer Flüchtling bist in dem Sinne, glaube ich, oder? Nein. Du bist nicht als Flüchtling nach Deutschland gekommen, nein. Ja. Du bist Flüchtling? Nein, du bist kein Flüchtling. Nein, ich verstehe, ich gar nicht. Das bin nicht der Flüchtling. Ich bin zu tun haben. Bei dir war das ja anders. Du bist ja Flüchtling aus der DDR, darf man sagen. Ne? Also du bist der Quotenflüchtling in dieser Sendung. Ich verstehe. Nicht der, von dem man das gedacht hat. Nee, ist alles ganz anders. Aber bei dir ist es ja eigentlich auch das fünfte Element. Haben wir festgestellt. Das heißt, im Grunde genommen könntet ihr ja aus dem Duo jetzt ein Trio machen. Ach, da gibt's, wir haben so viele Schwarz-Weiß, Ideen. Weiß-Schwarz-Weiß. Ne? Also, Weiß-Schwarz, okay. Ja. Ihr habt viele Ideen, ihr wollt noch mehr machen. Bitte? Ihr habt viele Ideen, ihr wollt noch mehr machen. Es soll weitergehen. Also erst einmal mit dem Yunus, das ist das Projekt, was wir vorhaben. Und ich denke, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich bin da auch Feuer und Flamme für, weil unser Grundgedanke, also das Grundgefühl als Künstler, ist das Gleiche. Wir sehen komplett anders aus. Wir machen tatsächlich auch abstrakt beides in der gleichen Kunstrichtung, aber sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und wir möchten einfach das fünfte Element oder die fünfte Dimension auf unsere Art und Weise darstellen und sehr unterschiedlich und dennoch aber in einer Sprache, und zwar des Menschen, ja, der Wahrnehmung, der Gefühle. Und das ist das Tolle, das ist eigentlich in der Kunst, lieber Yunus, dass man eigentlich Bilder weltweit versteht, egal welche Sprache man spricht. Stimmt. Ja, man darf eben nur nicht blind sein, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, dann müssen das so Tastbilder sein. Nicht bei den Harfen. Aber ansonsten funktioniert das ja, da darf man nicht taub sein. Doch, kannst du, weil du kannst die Vibration fühlen. Du kannst die Vibration fühlen. Das ist auch eine Idee, die ich jetzt schon mit jemandem besprochen habe, für körperlich, geistig behinderte Menschen. Nicht nur den Klang, also für Blinde zum Beispiel, den Klang aufzubauen, sondern auch für welche, die taub sind, dass man sowas fühlen kann. Mhm. Es gibt jetzt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, eine ganz gewisse Therapie, also so eine Musiktherapie, und die sollen die Klänge fühlen können. Das bringt mich fast schon auf unsere nächste Sendung. Diese Sendung ist fast zu Ende. Die nächste Sendung, die dann ausgestrahlt wird, ich glaube, im Juni ist sie dran. Da haben wir eine Künstlerin, die im Hauptberuf eigentlich Studentin ist. Und sie hat wohl schon ein abgeschlossenes Studium, ein zweites Studium macht sie gerade. Und zwar lernt sie Gebärden-Dolmetscherin. Mhm. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen was mehr zu diesem Thema vertiefen können. Wird eine spannende Geschichte. Ich freue mich auf die Dame. Im Juni wird es dann soweit sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute bei mir wart. Das war einmal Yunus Tamekloe. Dann war bei uns Martin Stuckart und Cecilie Cichonski. Perfekt. Ich habe es alles richtig ausgesprochen. Wunderbar. Ich freue mich. Schön, dass ihr eingeschaltet hattet. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich drauf. Am 15. Mai geht es weiter mit Was Kunst Du hier bei Tide TV.